Leute, und willkommen zurück bei Firewatch. Ja, das Spiel nimmt so langsam richtig an Fahrt auf. Wir sollen jetzt in Wapiti Meadow einbrechen. Ihr wisst schon, falls ihr die Folgen vorher gesehen habt, da ist so ein scheiß Zaun und wir haben jetzt eine Axt, mit der wir einfach mal den Zaun durchbrechen können. Wo sind wir hier? Wir sind jetzt hier in unserem Tower und wir müssen nach Wapiti Meadow. Oh, das ist wieder ein paar Meter entfernt. Okay, aber der Weg ist auf jeden Fall hier der richtige. Also immer straight hier lang gehen und dann ab nach Wapiti Meadow. Ja, in den vorigen Folgen, also jetzt so langsam, oder sagen wir es mal so, jetzt wissen wir so langsam, dass hier irgendwas nicht mit rechten Dingen zugeht. Aber wer das ist, wissen wir halt immer noch nicht. Oder wie viele es sind oder was auch immer. Irgendwas ist hier auf jeden Fall ganz schön faul. Keine Ahnung, wo muss ich jetzt lang hier? Lalalala. Auf jeden Fall nicht durchs Gebüsch. Hä? Okay. Sind wir hier jetzt richtig? Nee. Umdrehen und vielleicht da lang? Nein. Ja, es wird wärmer. Ah, das könnte der Weg sein, oder? Auch nicht, ey. Hey, 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 hey. Wo müssen wir lang hier? Magnum und seine Orientierung wieder. Hm. Das kennt man ja schon irgendwoher. Die, die es nicht kennen, sollten vielleicht mal The Witcher gucken. So, hier vielleicht. Ach, scheiße, Mann. Wo müssen wir hier lang? Oh, Alter, ich werde hier noch wahnsinnig. Alter. Wo müssen wir lang, Mann, ey? Keine Ahnung, wo wir hin müssen. Wir müssen, So, also hier geht's. Also müssen wir doch über den Baumstamm rüber. Da waren wir, da sind wir doch vorhin rübergegangen, oder? Leg diese scheiß Map da weg. So. Jetzt gehen wir wieder zurück. Alter, ich krieg hier noch einen Kotzreiz. Was ist denn hier los? Ah, ja, ja, ja. Ich will nicht mit diesem scheiß Kompass arbeiten. Hier. Oh, Alter. Ja, mach hier. Los. Block Trail, ja los. Zack. Axt und hau weg die Scheiße. Very good. So, jetzt hier. Der Weg stimmt. Lalalala. Schneller, schneller, schneller. Wir wollen nach Wapiti Meadow. Aber irgendwie weiß ich nicht, ob wir da tatsächlich... Wollen wir da wirklich hin? Ich hab das Gefühl, da erwartet uns irgendwas nicht so ganz Geiles, sagen wir es mal so. Ich weiß nicht. Können wir hier durch? Natürlich nicht, ist doch klar. Man kommt ja auch in der Realität auch nicht an Büschen vorbei, ist ganz klar. Wisst ihr ja selber, ne? Jeden Tag, wenn ihr aus eurem Busch kriecht und ich aus meinem Busch, kommen wir nicht raus. Wir müssen immer da gefangen bleiben. Genau so ist das. Ja, so viel zur Realität von Spielen. Oh, oh. Ich zeig's euch gleich nochmal, wie man nicht aus einem Busch rauskommt. Ich werde bestimmt wieder einen gleich finden. Zieh, Junge, zieh. Ja, immer diese Alltagsprobleme. Wir kommen aus unseren Büschen einfach nicht raus. Büsche sind wie Wände. Ihr wisst alle, was ich meine, ne? Ihr seht's ja, ne? Ein Busch ist eine Wand. Ja, doing, doing. Habe ich hier nochmal irgendwo einen Busch, wo wir es am besten zelebrieren können? Hey Leute, ich habe gar keine Ahnung, wo ich hier richtig renne. Ja, 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 ja. Fans, ja, Fans, da müssen wir hin. Hier ist kein Busch.
Gut, aber hier ist ein Busch. So, jetzt zeige ich euch mal. Man kommt nicht mehr. Man kommt an einem Busch nicht vorbei. Droing. So dicht hier. So dicht. Na, ihr kennt das Problem. Und dann verbackt man sich auch noch schön in diesen scheiß Busch. Nein! Eieiei. Ja, okay. Na, seht ihr? Wir haben uns schön verbackt. Ist das nicht cool? So, sind wir wieder draußen. So, also ihr wisst, was ich meine. Büsche in diesem Spiel sind halt wie Wände. Jetzt bin ich mal echt gespannt, ey, wenn wir da diesen Zaun durchbrechen, was uns da erwartet. Also ein bisschen Schiss habe ich schon, also. Ich meine, wir wurden ja auch nicht, wir wurden ja auch ausgenockt in den, ich glaub, vor zwei, drei Folgen. Wieder so ein Teil, wo man hier einfach mal gegenrennt. Das ist ein bisschen blöd. Also zumindest diese hier hätten sie, ne? Dass man da einfach mal nicht dagegen rennt. Ne? Also, ja. Naja, naja. So. Hier ist doch gleich der Zaun. Der Zaun ist gleich da und wir können ihn diesmal durchbrechen. Da ist das Ding. Ich mach dich kaputt. Ich mach dich kaputt. Hallo? Hallo? Nicht kaputt machen? Muss ich mir so eine bestimmte Stelle aussuchen, ne? Dachte ich mir schon. Oh nein, wir wollen uns nicht in einen Busch verfangen wieder. Da. Da. Hier, hallo, da. Da, 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 da. Nein, auch nicht. Hä? Dachte nicht, ey Leute, wir müssen durch die über die andere Stelle noch. Danke. Oh. Ah, die Lilas Tower. Okay. Rune. Ah ja, gut. Hier, wieder die Busch, altbekannte Buschproblematik. Alter, voll der Zungenbrecher. Sag mal, drei miteinander Buschproblematik. Buschproblematik, Buschproblematik, Buschproblematik. Oh. Ja, okay, geht. Geht, gibt schlimmere Sachen. Ein gekapptes Seil? Was macht denn da ein gekapptes Seil? Ach du Scheiße. Da ist doch hoffentlich keiner abgestürzt. Ja, wie weit wollen wir denn noch gehen? Scheiße, oh nee, Gate. Also jetzt mal ehrlich. Müssen wir durch den oder durch den anderen? Oh, ich kriege hier echt noch einen Brechreiz. Was soll denn das? Gut, gehen wir den anderen wieder. Ist das geil. Ist das geil. Oh Mann, ey. Dieses Let's Play besteht so aus 50% in nirgendwo rumrennen, weil man sich einfach mal verlaufen hat. Hehehe. Wuhu, wir müssen jetzt wieder zurück. Ist das geil? The Big Fire. Also hier wäre ein Zaun. Aber den dürfen wir nicht kaputt machen, weil der da stehen bleiben soll. So, fragt mich mal nach dem Sinn. An der anderen Seite dürfen wir ihn durchbrechen. Dann wollen wir halt eben mal die andere Seite auskundschaften. Wir müssen ja im Thunder Canyon da vorbei. Also 2, 3 Meter haben wir noch zu rennen. Und da bin ich mal gespannt, was uns da in der Wapiti Meadow oder Wapiti Station erwartet. Ich glaube, so leicht wird es da nicht. Ob dort die Forschungseinrichtung ist von diesen komischen Leuten? Man weiß es nicht. Sind wir richtig? Nein, natürlich nicht. Genau die andere Richtung. Nur von dort kommen wir ja gar nicht hin. Doch, kommen wir. Wir müssen hier durch die Schlucht, glaube ich, ne?
Zack, runter und weiter sprinten. Los, Henry, ein bisschen schneller hier. So. Jetzt geht's hier wieder runter. Ich bin immer so auch so ein bisschen Schiss, dass uns einer hier das Seil abschneidet irgendwie. Also das ist irgendwie... Wäre ein bisschen scheiße, sagen wir es mal so. Hier kommen wir doch nicht runter. Und diese Richtung... Alter, Leute, ich muss doch hier runter. Okay, hier ist ein Rope. Ah, okay, übersehen. Übersehen, übersehen. Ist ja nichts Weltbewegendes, außer dass wir jetzt erstmal 10 Minuten vollkommen falsch runtergegangen sind. Aber dann geht die Folge halt einen kleinen Ticken länger. Also bis zur Wapiti Meadow Station wollen wir hier auf jeden Fall kommen. Und dann mal gucken, was uns da erwartet. Und so weit ist es ja glücklicherweise auch nicht mehr. Wir gehen jetzt erstmal schön den Fluss entlang. Dort, wo wir auch, glaube ich, auch niedergehauen wurden. Und aufpassen, weil hier ist ja wieder die Buschproblematik. Na, glaube ich. Ah, oh, nee, hier ist sie nicht. Ist ja krass. Irgendwann geht's hier mal rechts ab, glaube ich. Aber das ist noch, sind noch 2-3 Meter hin. Ja. Aber wir sind gleich da. Wir sind gleich da und ich habe Angst. So, hier muss es irgendwo. Hier muss irgendwo dieser Zaun sein. Ich tippe darauf, der ist hier. Zu den richtigen Weg gehen? Ja. Tun wir. Und weiter. Vielleicht empfängt uns hier schon vorne wer. Oh, ne. Naja, gut, mit einer Axt sind wir ja gar nicht mal so schlecht bewaffnet. Nein, da wollen wir nicht hin. Wir wollen irgendwo dahin, aber hier kommen wir ja schlecht weiter. Also hier sind wir doch definitiv richtig, Wapiti Meadow. Da ist der Zaun, okay. Ja, jetzt will ich nur mal wissen, wie ich diesen scheiß Zaun hier kaputt kriege. Also irgendwie stand hier ja Gate, ne? Und wenn da ein Gate steht, dann Gates auch. Okay. Hört ihr das, was ich höre? Ja, ihr hört's. Shit. Wollen wir es öffnen? I'm busting the gate down. There's nobody around and it's the quickest way in. Copy that. Okay. Dann wollen wir rein. So, wir sind drin. Ach, scheiß Hummel hier. So. Was steht hier drauf? Okay, also falls man irgendwie Dr. Simmons sucht, der ist vom 15. August bis 15. Oktober da, oder weg. Okay. Also eine kontrollierte Region hier. Und alle Sachen, die hier stattfinden, müssen sofort benachrichtigt werden. Also hier geht irgendwas vor sich, was gar nicht gut ist. Es scheint hier eine Forschungsstation zu sein. Wahrscheinlich liegt die hier. Und naja. Oh, shit. Irgendwas höre ich hier.
Dann wollen wir mal kurz mal Wapiti Meadow uns genauer angucken. In der nächsten Folge. Ja, sorry für den harten Cut. Aber bis zum nächsten Mal bei Let's Play Firewatch.